Magst du noch was sagen? Nö. Ist doch eine gute Auswahl, ja? Ja. Also da wird man bestimmt satt. Ich bin nämlich hier gerade bei Silke und ja, da kann man mal sehen, was man so alles für Möglichkeiten hat. Silke wollte das Ganze jetzt gleich mal vorstellen. Da fühle ich mich einfach mal ein bisschen mit. Das ist unser Rohkost-Silvester-Buffet. Das ist der herzhafte Teil, also ein Teil des Silvester-Buffets. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch und wir werden einfach mal kurz benennen, was hier so in den Schüsselchen und auf den Tellerchen liegt. Joachim, nochmal. Ja. Paprika, Tomate, Topinambur, Zucchini als Grundlage, ach ja, und der Mais noch. Dann Zwiebel und Knoblauch als Gewürz, dann Pizzagewürz, Salz. Ich glaube, das war's. Wobei halt, genau. Also in der Soße ist frische Tomate drin, Tomatenmark. Das habe ich püriert und dann halt die Gewürze dazu. Auch Chili, genau, Chili, ein bisschen Schärfe. Und das dann untergehoben. Und dann. Grundlage. Das hatten wir auch schon ab zum Potluck, zum Adventspotluck. Richtig. So, das ja auch schon. Genau. Super. Dankeschön. Dann haben wir hier Sprossen, grüne Linsensprossen und schwarze Linsensprossen. Daneben so eine Art Kokosnack aus jungem Kokosnussfleisch, mariniert mit Sojasauce, Knoblauch, Ingwerpulver und Paprikapulver, edelsüß. Selbstgezogene Boxhornklee-Sprossen. Dann einen roten Salat. Rotkohl. Rotkohl-Fenchelsalat. Mit einem Dressing aus getrockneten Tomaten, Oliven. Ach Gott, nee, dann hält es schon drauf. Nur so grob. Kichererbsen und Gewürzen. Mhm. Okay, dann haben wir hier selbstgezogenes Erbsengrünkraut. Hier noch ein paar Sprossen, die sind aber gekauft. Rettich, Soja, Alfalfa. Das sind Cracker, ich glaube. Italienisch, also so mit italienischen Kräutern. So Leinsamen, ne? Mhm. Dann haben wir hier noch Meersprossen, Alfalfa, Stangsellerie, dann selbstgemachtes Grünkohlpesto, ganz lecker. Das haben kürzlich Freunde gemacht. Grünkohl, glaube ich, Knoblauch, Pekannüsse und Olivenöl und dann Salz. Richtig, richtig lecker. Dann sind hier rohvegane Frikadellen mit Walnüssen, Sonnenblumenkernen, Champignons, Tomaten, Zwiebeln, Lauch und verschiedenen Gewürzen. Dazu Senf, das ist aber kein Rohkostsenf, ganz normaler Biosenf. Kürbiskerne, dann haben wir hier eine große Schüssel Feldsalat und dazu ein Mandel-Knoblauch-Dressing. Da sind Mandeln drin, Knoblauch, ein bisschen Cashewnüsse eingeweicht, Zitronensaft, gefrorene Kräuter, genau, Salz und Wasser. Dann eine große Portion panierte Zwiebelringe, einfach Zwiebeln. Und die Panade besteht einfach nur aus Goldleinsamen, Braunleinsamen und Buchweizensprossen getrocknet. Und die Zwiebelringe wurden vorher in Salz und Zitronensaft mariniert. Dann haben wir hier die Grünkohlchips, die gibt es eigentlich immer fast jedes Jahr, fast zu jedem Treffen. Grünkohlchips mit einer Soße aus geschälten Hanfsamen, Paprika. Geht das? Ich will dir ja nicht im Weg stehen. Ja, nee. Das passt. Ja, Soße, Salz, bisschen Wasser, genau. Und daneben sind noch Cracker, Bärlauch, Lauch-Curry und Paprika-Cracker. Genau, das ist erstmal so der größere Teil des Silvester-Buffets. Herzhaft. Achso, soll ich? Hier haben wir auch noch eine große Schüssel Scirocconer Karotti, Mohnbohnensprossen, Möhren, Frühlingszwiebel und eine cremige Soße aus geschälten Hamsam, Kokosmus, Knoblauch, Zitronensaft, Datteln, Curry, Kurkuma, Salz und Wasser. Dann hier nochmal eine große Portion Feldsalat und dann ist das nochmal so eine Art rohveganer Eiersalat, so mit Avocado, eingeweichten Cashews, Kala Namak und Dill und so einfach ein bisschen Salz noch und Wasser. Und hier eine Avocado-Sesam-Speise, ne? So Avocado und Sesam. Und hier ist der süße Teil dieses Buffets. Das ist rohveganes Bounty. Können wir vielleicht da nochmal anschneiden, ne? Und dann nochmal zeigen. Das sind gefüllte Datteln mit einem Cashew-Frischkäse, noch Vanille dabei und Cayenne-Pfeffer. Und das sind gefüllte Datteln mit einer Füllung aus Pistazien, Dattelsirup und Vanille.
ganz tolle Datteln von Palmyra. Da habe ich ja kürzlich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich mal oben in den Infokarten. Das sind auch jetzt hier verschiedene Dattelsorten. Dann haben wir hier noch Schokofruchtleder. Das sind auch Rohkost-Energiebällchen, aber derjenige, der sie jetzt hergestellt hat, ist gerade gar nicht im Raum. Aber diese riechen auf alle Fälle ganz fantastisch. Auf alle Fälle ist da Kakao drin, aber ein Kokos, glaube ich. Das sind wieder die rohveganen Lebkuchen, noch so ein Überbleibsel von Weihnachten. Dann eine Karo-Tonka-Schokolade, auch sehr, sehr lecker. Ich glaube, dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, das könnte ich auch mal oben verlinken. Schokoknusper, dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, so aus Mandeln, Walnüssen, geschälten Hanfsamen und dann eben selbstgemachte Schokolade aus Kakaomasse, Kakaobutter und Dattelsirup. Und dann noch ein bisschen Kakaopulver und Karo. Genau, das war jetzt das Buffet. Hast du noch was sagen? Nö. Ist doch eine gute Auswahl, ja? Ja. Also da wird man bestimmt satt. Ja. Auf alle Fälle. Haben wir jetzt noch ein paar Stunden Zeit zum Essen.